Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Zero. Und genau, liebe Leute, wir haben beim letzten Mal hier tatsächlich erfolgreich beim Zug anhalten, beziehungsweise ja, so erfolgreich man das auch nennen kann. Wir sind in einen unterirdischen Bahnhof gecrashed und sind jetzt hier in dieser brandneuen Haupthalle für uns. Tatsächlich. Und genau, ich muss jetzt allerdings noch einmal kurz diese... Quatsch. Diese Position hier nochmal aufnehmen und irgendwie ruckelt es gerade ein bisschen. Habe ich das Gefühl. So, F. Nimm doch auf. Ja, dankeschön. Und ja, genau, liebe Leute. Ich freue mich sehr, dass ich das jetzt heute wieder aufnehmen kann hier zusammen mit euch. Und in dieser neuen Haupthalle, da bin ich doch jetzt mal sehr gespannt, was jetzt hier abgehen wird. So, hier war nichts mehr, ne? Hier war nur noch die Karte. Nur die Kräuter und die Munition. Wobei, ich würde das Ganze gerne mit Billy machen. Und wartet mal gerade. Ihr habt mir noch einen Tipp gegeben beim letzten Mal. Finde ich sehr gut. Vielen Dank auch an dich, Elite. Ihr habt mir gesagt, dass Rebecca am besten nicht... was soll ich sagen? Sorry, jetzt habe ich mich verdrückt. Nicht ohne Mundi rumlaufen sollte. Ist tatsächlich ein guter Tipp von euch. Also von dir, Elite. Und ich würde hier gerne das Inventar angucken. So, ja, sie hat ein Magazin und einen Molotow-Cocktail. Ich würde sagen, das passt erstmal so. Aber diesen Greifhaken würde ich gerne ablegen. Das heißt, geh noch mal kurz zu Rebecca und leg mal bitte diesen Greifhaken ab. Ablegen. Ich glaube, den brauchen wir erstmal nicht. Was ist jetzt hier los? Hallo? Hier geht gerade nicht mehr. Ah, okay. Das hat nur ein bisschen länger gedauert. Ja, das ist irgendwie so, wenn ich meinen Rechner frisch anmache, dass er dann manchmal ein bisschen braucht. Aber jetzt sieht das doch geil aus. Schau euch das an. So, dann sind wir in unserer klassischen Haupthalle unterwegs. Und ich sehe hier schon ein Loch im Boden. Da kann man, könnte man eine Leiter... Achso, da sind wir hergekommen. Genau, da sind wir hergekommen. Wir haben hier jetzt zwei Türen zur Auswahl. Links und rechts. Raus können wir nicht. Okay, ich würde vorschlagen, wie bei Resident Evil 2, gehen wir links in diese Tür rein und schauen mal, was dahinter ist. Ach, was freue ich mich jetzt auf dieses neue Gebäude. Das wird wirklich cool. Okay, gucken wir uns mal hier um. Ich habe hier ganz leichte Geräusche. Okay, das ist interessant. Geh bitte wieder zu Billy. Was war... Oh, ich habe mich vor meinem eigenen Spiegelbild da oben erschrocken. Das ist ja wohl nicht wahr. So viel Resident Evil gespielt. Wie sieht's denn hier aus? Ach, das ist nur ein Gang. Okay, das ist nur ein Gang. Wo hinten eine Tür ist, die zu ist. Okay. Meine Güte, dieser Spiegeleffekt ist wirklich geil. Und hier hinten liegt hier was? Nee. Ich sag, die ist zu. Verschlossen, aber es scheint kein Schlüsselloch zu geben. Oben ist das Bild einer Uhr eingraviert. Ah ja, ganz klassisch, liebe Leute. Wir kommen wieder in ein Gebiet. Was? Was? Oh, ich sehe mal nichts, aber ich schieß einfach mal. Was ist das? Was ist das denn für einer? Oh Gott, geh mal bitte zu Rebecca. Nein. Oh, was ist denn das für einer? Rebecca, geh ins Menü. Oh, ich glaube, die muss man mit dem Molotow-Cocktail abschmeißen, oder? Hm, schmeiß! Nein! Okay, Billy... Billy, komm. Schieß drauf. Was ist das für einer? Was ist das denn? Das gibt's doch nicht. Was ist das für einer? Boah. Kriege ich den überhaupt so kaputt, sag mal? Jetzt lass doch Rebecca in Ruhe. Oh. Kriege ich das Ding so kaputt, sag mal? Hallo? Hallo? Was soll das denn?
Was zur... Hä? Okay. Was war das denn für ein Gegner? Ach du Heilige. Dann werde ich mich erst darauf vorbereiten. Shit, Freunde. ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir noch nicht so krasse Gegner haben direkt, aber es scheint ja wirklich. Sind dies die leisen Schritte der Überlebenden? Ja, das kann sehr gut sein. Und immer beim Laden, ne? Hängt das so ein bisschen hier. So, dann machen wir das Ganze jetzt nochmal. Nimm die Muni mit. Und schmeiß dieses Ding hier raus. Ablegen. Ablegen. So, dankeschön. So, und dann rüsten wir uns mal aus. Das bitte einmal nachladen. Immer wenn ich das Spiel lade, genau. Immer wenn ich das Spiel lade, hängt es so ein bisschen, aber ja, ich denke, das passt. Das passt so, sobald wir uns hier im Raum bewegen, passt das. So, da müssen wir uns erstmal auf diesen komischen Gegner da vorbereiten. Also, rüste mal bitte direkt das Ding hier aus. Billy hat da sein Ding, sein Gewehr. Wartet mal. Ich werde dann tatsächlich das jetzt mit Billy machen. Und das Menü aufmachen. Bitte das Gewehr ausrüsten. Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Ah, wartet mal. Ich bin nervös, Freunde. Ihr merkt es, ne? austauschen. Bitte damit. Alle. So, da kann Rebecca das damit rumlaufen. Und dann gehen wir jetzt nochmal hier rein. Was ist das für komischer Codes? Also, keine Ahnung, ja, was das sein soll. Okay, das hat jetzt ein bisschen lange gedauert, aber ist okay. Gut. Gehen wir erstmal hier in die Tür rein, mal gucken. Vielleicht finden wir ja irgendwas, mit dem wir diesen Typen da platt machen können, ne? Wer weiß. Der Wasserhahn ist völlig trocken. Vermutlich kaputt. So. Vermutlich kaputt. Dieses Becken ist unglaublich schmutzig. Es ist ewig nicht geputzt werden. Ja, das ist ein Klo. Ein Männerklo. Boah, ist nicht das. Das sieht schon eklig aus hier. Klopapier. Willst du mitnehmen? Ah, sehr gut. Nein, aber wir haben hier grüne Kräuter. Genau. Mit denen werden wir Rebecca heilen und wir haben hier nochmal Benzin. Kann nicht getragen werden. Dann Rebecca, nimm bitte das Benzin. So, dann gucken wir nochmal. Kann man das nicht irgendwie jetzt kombinieren? Nee, geht leider nicht. Ah, das ist ein bisschen nervig jetzt. Man muss wieder rübergehen zu Billy. Das Grüne. Rebecca ist gesund. Ach so. Tauschen wir aber trotzdem aus zu Rebecca. Weil, ja, das ist also nötig. Gut, aber hier ist nur ein Klo. Mehr haben wir hier nicht scheinbar. Leider, ey. Verdammt. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir hier noch irgendeine krasse Munition oder so haben, aber scheinbar nicht. Da ist der! Jetzt ist der hier? Gut. Billy, komm her. Billy, komm in die Ecke. Los. Komm in die Ecke, Billy. Da kommt der. Da ist er schon. Ah, ist der schnell. Oh, Junge. Okay, Billy, wehr dich. Billy, geh ins... schieß... Bam. Bam. Oh, Billy. Komm schon. Kombiniere damit. Wenn ich ihn jetzt nicht kaputt kriege, dann müsste ich... Dann müssen wir tatsächlich an dem vorbeilaufen. Was ist das für ein Typ? Was ist das für Gegner? Der ist immer, der lebt immer noch, ne? Beide orange. Ja, toll.
Was ist das für ein ekelhaftes Vieh, sagt mal. Ah, ich bin tot. Jetzt lass mich in Ruhe. Der macht irgendwas. Keine Chance, Freunde. Was ist das für ein Gegner? Was ist das für ein Gegner, sagt mal. Was? Oh, Freunde. Okay. Den kriegen wir nicht kaputt mit konventionellen Waffen, so wie das aussieht. Ne? Das heißt, wir brauchen für den noch mehr Molotow-Cocktails. Das heißt aber auch, dass wir hier erstmal nicht hin dürfen. Sondern erstmal rechts anfangen. Okay, interessant. Ja, dann machen wir das. Dann gehe ich dem erstmal aus dem Weg. Diese leisen Schritte der Überlebenden. Der Typ ist mega eklig, muss man sagen. Ja. Nein, bitte nicht. Ja, ich habe wieder geladen. Da ruckelt es wieder ein bisschen, aber... Mein Gott. So, Rechner. Beweg dich. So, alles klar. Gut. Immer dieses Ruckeln nach dem Laden, ne? Aber guck mal, erstmal... Genau, da hinten. Lad bitte nach. Und Billy, wir machen es mit dir jetzt. So, dann hier rein. Dann lassen wir da hinten erstmal die Räume sein. Ich hoffe ja nicht, dass der hier auch noch kommt, ne, der Typ. Das wäre mir... Ah, Zombies, alles klar. Alles klar. Zombies sind aber okay. Hallo? Ziel doch woanders hin. An Auto-Aim gibt's hier scheinbar nicht. Okay. Okay. Kopf ab. Kopf ab. Wie geht's dir, Rebecca? Sie ist schon gelb. Die ist schon gelb. Warum bist du so schnell im gelben Bereich? Ja gut. Das muss ich noch ablegen. Verdammt. Verdammt nochmal. Das muss ich ablegen. Da muss ich nochmal Item-Management machen. Ja, sorry Leute, wenn es jetzt gerade so ein bisschen langsam vonstatten geht. Aber das Spiel ist doch schon herausfordernder, als ich dachte. So, dann bitte hier einmal diesen Greifhaken ablegen. So, und dann das hier austauschen mit ihm. So, Dankeschön. So, und das heißt, wir können jetzt wieder hier mit Billy weitermachen und jetzt wieder hier rein. Mein Gott. Und dann können wir uns mal ein bisschen umgucken, endlich. Ohne irgendwelche komischen Zombie-Leute. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Sagt da gar nichts zu. Irgendwelche Teller. Die Einrichtung gefällt mir auf jeden Fall. Erinnert mich so ganz krass an den ersten Teil. Da ist Muni, die kannst du mal nehmen, bitte. Dankeschön. Ja, seht ihr, ne? Jetzt läuft das Spiel rund. Also, ich habe keine Ahnung, was da mit dem Laden manchmal ist. So. Gibt's hier sonst gibt es hier nichts. Außer eine Küche. Die aber zu ist. Ja, verschlossen. In der Tür ist ein Feuermotiv eingraviert. Oh. Okay, das heißt auch wieder eine Tür, die wir erst später öffnen können. Mehrere Kochutensilien stehen hinter der Theke. Das muss die Küche sein. Ja, das habe ich so schon gesehen. So, dann. Der Wasserhahn ist rostig. Es kommt kein Tropfen Wasser. Ja, aber der Typ hier, der sieht so aus, als würde er sich gleich bewegen. Sagt er nicht irgendwas hier? Sagt er nichts hier? Nee. Okay, sonst gibt's hier gar nichts? Das kann doch nicht sein. Sagt er... Nee, also... Der scheint den Typ zu ignorieren. Na gut, gehen wir weiter. gucken wir einfach mal, ne? Oh, ein enger Gang. Ich hasse ja sowas, ne? Mies. Wieder Spiegelbild da hinten. Hier können wir rein. Okay, dann gehen wir erstmal hier rein.
Ach, wieder diese alt aussehenden Türen, ne? Sehr geil. Okay, da sind es auf jeden Fall schon mal Zombies. Ja, wobei, wartet mal, mir gefällt es gerade nicht, dass Rebecca mitschießt. Mach mal hier Partner inaktiv, weil sonst verschießt ihre ganze Muni. Und das muss nicht sein, wenn, wenn Billy stärker ist. Deswegen. Oh, weg damit. Sehr schön. Und da kommt der nächste. Lass schneller da. Oh Gott, das wird mir jetzt ein bisschen zu knapp. Deswegen. Und Kopfschuss. So, da flasht ja schön das Blut raus. Das kann ich wenigstens. So, ein Stapel Stühle und andere Möbel scheinen keine besonderen Merkmale zu haben. Nein, das wollte ich jetzt nicht, sorry. Wir machen es mit Billy weiter. Schön umrüsten. Oh Gott. Das ist eine Leiter auf jeden Fall. Da blinkt auf jeden Fall was. Und hier ist nichts mehr. Okay, wunderbar. Ein Stapel Stühle und andere Möbel. Oh, was ist das? Ein Stapelstuhl? Ja, aber, da ist doch was. Eine schwarze Statue. Was ist das denn? Untersuchen. Nein, 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 nicht ablegen. Untersuchen. Eine Steinstatue mit einem einzelnen Flügel am Rücken. Interessant. Jetzt geht wieder die Rätselei hier los, ne? austauschen. Das kann Rebecca tragen, bitte. Und weiter geht's. Ein Haufen verschiedener Materialien liegt auf dem Boden. Guck mal, was steht da? Sie brauchen zwei Blöcke. Das heißt aber auch, wartet mal. Das ist eine Schrotflinte, ne? Das heißt, dass die Waffe dann tatsächlich von Rebecca getragen werden muss, damit wir hier jetzt schön die Schrotflinte mitnehmen können. Ist das... Das ist geil. Ein Gewehr, Freunde. Sehr gut. Und das hier können wir auch mitnehmen. Benzinkanister. Wieder für die Molotow-Cocktails. Nur Flaschen wären jetzt mal nett, Freunde. Damit wir die auch... den Benzin auch benutzen können. Ah, guckt mal, und 7 Schuss schon drin. Das ist natürlich ein herkömmliches Repetiergewehr. Oh, das, die Animation sieht geil aus, guck mal. Ja, ist eine Shotgun. Okay. Weiß ich Bescheid. Sehr cool. Also auf jeden Fall, jetzt haben wir auf jeden Fall eine bessere Schrotflinte gefunden. Mehr ist hier nicht, außer die Leiter und dann geht's da hinten noch weiter. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Leiter. Leiter hochklettern. Da geht's raus. Und draußen ist immer böse. Glaube ich. Geh schnell ins Inventar. Ich habe da auf jeden Fall was gehört, ja. Ausrüsten. So. Nee, tatsächlich. Oh Gott, doch. Alles klar. Ich hör's doch da rechts. Da kommst du immer nur hergekommen. Was ist das denn hier? Der will mich wohl verarschen hier. Ja, klar, natürlich. Ich wusste es doch. Das war mir so klar, dass der aufsteht, wenn wir da vorbeigehen. So, der ist aber tot. Sehr gut. Rebecca, komm bitte nach hinten. Die lassen wir schön um die Ecke kommen. So. Zombies! Oh Gott. Warum kippt der nicht um? Okay, lad nach, schneller, und das wird mir jetzt wieder ein bisschen zu nah, eigentlich. Das wird mir ein bisschen zu nah. Deswegen machen wir hier mal einen schönen Kopfschuss hier. Auch mit dem anderen. Oh, wunderbar. Puh, das waren wieder einige Zombies. Meine Fresse, und Rebecca ist schon wieder... Oh, wir haben keine Muni mehr. Scheiße, wir haben keine Muni mehr mit der normalen Waffe. Die ist schon wieder orange. Wie wenig hält ein Rebecca aus, sagt mal. Interessant, ne? Aber gut, ich hoffe da, dass wir hier... Ja, danke. Rebecca, du kannst dich direkt hier hochheilen. So, wunderbar. Oh,
Können wir nicht tragen. Aber wartet mal, wir können die aber benutzen. Wir können die direkt nutzen. Verwenden. Verwenden. Genau. Wenn wir gelb und dann, wenn wir das jetzt hier nehmen und direkt nutzen, müssten wir grün sein. Verwenden. Genau. Ja, wunderbar, Mensch. Aber ein bisschen Pistolenmuni wäre jetzt auch nicht verkehrt. Und vor allem, was hat es hier mit dieser Ausbildungsstätte auf sich? Da sind wir ja auch noch ein bisschen am Forschen, bei was Umbrella hier mitmachen will. Kommen wir hier rein? Die ist zu. Och, okay. Die Tür wurde abgeschlossen. Okay. Das heißt, wir müssen wieder rein, Rebecca. Komm mit. Oder sollen wir das so machen, dass wir Rebecca immer nachziehen? Also, dass ich erst mit Billy in einen Raum gehe, den säubere und dann Rebecca nachziehe in den Raum. Das ist auch eine gute Idee eigentlich. Die ist mir jetzt gerade selber tatsächlich gekommen. Also ab jetzt, wenn wir in neue Räume gehen, Freunde, werde ich zuerst mit Billy reingehen, Rebecca vor der Tür stehen lassen. Oh. Und dann, nachdem ich mit Billy alles sauber gemacht habe quasi, werde ich Rebecca nachziehen. Oh, was ist das? Oh Gott. Da geht's nicht weiter. Denke ich. Nee. Rebecca, komm schnell raus. Da ist irgendwelches Gas und das, nee, das muss nicht sein. Ich will hier heute noch nicht vergast werden. Nein. Tatsächlich nicht. Uncool. Dieser Zombie da, ne? Dass der nicht aufsteht. Egal, jetzt aber kommt. Geh bitte wieder in die Haupthalle zurück. Sollen wir das speichern, was wir jetzt hier gemacht haben? Nee, ich denke, wir sind beide voll geheilt. Man könnte speichern, aber... Nee, wozu? Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach oben. Genau, diesen Typen, das ist ja der Chef von Umbrella. James Marcus, dem Leiter der Anlage, genau. Und, ja. Dem ist auch nicht zu trauen. Okay. Ach, guck mal. Hä? Jetzt ist die Tür da offen. Na, okay, interessant. Hä? Wartet mal, wechsel mal gerade zu... Die Tür war doch eben zu. Naja, ist egal, Freunde. Erstmal hier umgucken. Haben wir hier irgendwas, was wir irgendwie mitnehmen können, zufällig? Da ist ein Fenster. Gefällt mir nicht, dass wir hier so ein Fenster haben. Aber gut, da kommt bestimmt irgendwann wieder was rausgesprungen. Können wir in diese Tür rein? Nee, die auf der Seite sind tatsächlich beide abgeschlossen. Alles klar. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir noch mal kurz auf die andere... Oh, was ist das denn hier? Das haben wir ja noch gar nicht uns angeguckt. Auf dem Sockel steht, wenn Gut und Böse im Gleichgewicht sind, öffnet sich ihnen ein neuer Weg. Ah, können wir damit zufällig diese Statue hier draufsetzen? Ist das so? Ja, gucke ich mir einfach mal an. So, kannst du diese Statue... Tatsächlich! Ah, und wir müssen jetzt noch eine andere Statue finden, damit das ins Gleichgewicht kommt. Ich verstehe. Okay, dann... Würde ich mal vorschlagen. Rebecca, bleib bitte hier. Solo. Weil ich möchte erst gucken, was in diesem Raum ist. Nicht, dass du mir hier abkratzt die ganze Zeit. So. Nee, das heißt, sie kann mitkommen. Okay. Dann nehme ich sie mit. Wenn da nichts drin ist, dann nehme ich sie mit. So. Alles klar, Rebecca. Dann komm mal rein. Dann wechsle ich immer wieder zu Billy. Und guck mich mal hier um. Das Bild einer Frau. Oh nein!
Habt ihr das gehört? Dieses Geräusch. Ich kenne es aus fast jedem Resident Evil Teil. Krähen. Ein Gemälde mit einem galoppierenden Pferd. Jetzt bitte keine Krähen hier. Was? Ein uralter Kamin. Es ist nur noch ganz wenig Asche übrig. Aber wir können den anmachen. Mit Billy. Wir haben noch ein Feuerzeug. Shit. Schade. Hätte ich jetzt gedacht, aber ist in Ordnung. Ich hasse das, wenn... So, gibt es hier nichts? Die Pflanze ist verwelkt. Ich hasse dieses Krähengeräusch, weil ich dann genau weiß, dass jetzt hier wieder irgendwann welche ankommen. Ah, da liegt aber was. Da drin. Was ist denn das? Eine Winde. Super. Oh Gott! Schnell raus hier! Schnell raus hier! Oh Gott. Ich hätte Rebecca nicht hier mit reinnehmen sollen. Ja. Schnell raus hier. Shit. Oh Gott, komm, da fährt so den Krähen rein. Ging es denn da noch weiter? Nee, sonst ist da nichts. Ah, okay, das heißt, wir haben schon alles. Wenn Rebecca jetzt... Nee, ich dachte, ich hätte schon gedacht, ey. Wenn Rebecca jetzt, wo ist denn die Binde? Achso, die hat Rebecca, ja. Nee, die hat, Dings. Okay. Wenn Rebecca jetzt auf gelb geworden wäre, nee, dann hätte ich geschrien. Aber tatsächlich nicht. Okay. Austauschen. Lass das mal Rebecca tragen. Wir rennen immer noch mit leerer Pistolenmuni rum. So, lass mich mal bitte hier zuerst diesen Raum erkunden. Ja, ich zieh die Rebecca gerne manuell nach. Hallo? Was ist mit der Steuerung? So. Weil, wie gesagt, das ist doof. Wenn wir beide gleichzeitig in den Raum gehen und dann ist alles voller Zombies und dann kriegt Rebecca sehr viel Schaden ab. Das ist, das muss nicht sein. Was ist das hier für ein Raum? Auch nochmal. Ah, das ist ein Speicherpunkt. Sehr schön. Da ist ein Speicherpunkt. Ich werde Rebecca gleich reinholen, aber erstmal gucken. Ah, sehr gut. Danke, danke, danke. Schrottmuddy. Sehr gut. Aber dann noch ein Farbband. Das kann ich sogar mitnehmen. Ach, das wird ja gesteckt. Ne? Das wird ja gesteckt. Drei Farbbinder. Und Rebecca hat auch nochmal Farbbinder. Wartet mal gerade. Dann ziehe ich jetzt noch Rebecca mit hier rein. Da scheint dieser Raum nicht böse zu sein. Und, genau, Step by Step machen wir das jetzt quasi. Und da würde ich sagen, speichere ich hier direkt. Weil wir haben schon wieder ein bisschen was erlebt hier. Was ich gerne abspeichern würde. Deswegen mach mal austauschen. Bitte von Billys Farbbändern alle zu Rebecca. Und dann hier speichern. Genau. Aber es fehlt mir leider die schöne Schläfermusik. Aber okay, Freunde. Ja, dann, da die Folge schon voll ist, würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht in der Ausbildungsstätte von Umbrella, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal weiter erzählen würdet. Lasst ruhig die Glocke klingeln und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ja? Tschüss.